Da unten muss ich hin. Oder oben. Ist halt schwierig. Weil wahrscheinlich. Also kann das sein, dass wenn ich das unten reinpacke, dass ich auch nur nach oben kann, oder? Ja. Soll jetzt schnell sein, oder? Hey! Ist der kaputt? Hier passiert nichts. Er ist kaputt. Hallo? Ach so, er ist nicht kaputt. Ich brauche Geduld. Meine Güte. Ich muss ja wieder darauf warten, dass der Dampf rauskommt. Ach ja, Geduld. Manchmal schwierig. So, hört das auch von alleine auf da oben? Kommt da die ganze Zeit Dampf raus? Hm. Geht's ganz nach oben oder nein? Oh, unten tickt die Zeit wieder runter. Ich muss nach oben. Ah, jetzt. Gut. Okay. Oh, ich hoffe, das passt, dass ich jetzt unten den Steinschwer rausgenommen habe. Ich würde gern durch. Hallo? Nein? Oh, das war ja doof. Das ist obere, oder? Ja. Na gut, aber vielleicht kommt das Teil jetzt komplett nach oben. Ja, gut. War also nicht so schlimm mit dem Speer. Oder doch? Mist, es geht... Nee, okay. Da muss auch noch mal... Gut. Jetzt müsste es aber komplett nach oben gehen, oder? Die Speere sind auf den oberen Ebenen. Ja, noch eins nach oben. Doch beides an. Oder verwechsel ich gerade was? Geht's jetzt noch? Nee. Ach so, da muss ich hier rauf dann. Okay, okay, okay. Ja. Gut, also ich muss den Steinspeer für was anderes nehmen. Das geht so nicht. So, einmal so. Nee, so. Hier unten nehme ich jetzt den Standardspeer, damit das hier nicht so ein Problem ist. Ich hoffe, es ist richtig, ja? So, jetzt bin ich hier. Hm. Nee, falsche Richtung. Jetzt mache ich das Ding an. Das, ah, schade. Ich dachte, es reicht aus. Ach, Mist. Muss ich warten, bis das wirklich pustet? Würde ich hier nämlich schnell abspringen. Oder so, oder so. Ah, nee. Oh, das funktioniert so nicht. Gut. Also muss der Hebel drin bleiben. Ich habe gedacht, ich könnte das hier so ein bisschen abkürzen. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, und jetzt? Hm. Muss ich mir eigentlich den Steinspeer wiederholen? Oder der geht ja dann auch von alleine weg und muss den da oben reinpacken, oder? Okay. So, komm. Jetzt so. Und rauf, oder? Bitte.
Nein? Doch. Weiter an. Ah, es geht noch höher. Oh, wow. Da oben ist bestimmt was. Mach ich nochmal. Oh nein. Oh, jetzt klappt es gar nicht. Oh Mist. Doch. Komm, und jetzt noch eins nach oben, oder? Hier vielleicht. Ah, das hat auch was anderes, eine Auswirkung. Kommen wir hoch. Oh nein, nicht nein. Oh, ich drücke mal in die falsche Richtung, obwohl ich ja weiß, dass man damit das Rad wegdreht. Nee, das ist nicht korrekt, aber... Also wenn das untere Zahnrad an ist, dann kommt das schon hoch. Und das da drüber, das mache ich ja an, wenn ich hier dann da durchgehe. Gib mir den Speer zurück. Geht nicht, kommt nicht zurück. Das ist ja komisch. Weil ich will ja nicht runter. Der lässt mich ja nur runterfahren. Oder? Komme ich denn jetzt ganz nach oben? Das ist wirklich merkwürdig jetzt, ehrlich. Wie komme ich ganz nach oben? Komme ich bis hier hin, super. Ja, höher geht's ja nicht. Ich bin irritiert, ihr Lieben. So, jetzt sind beide an. Gleich. Jetzt. Ja, und jetzt müsste ich noch eine Etage nach oben. Da muss ich dann an den hier ran. Heißt, ich hätte die wieder in einer anderen Reihenfolge wahrscheinlich reinsetzen müssen. Unten den normalen Speer. Ja, unten den normalen. Moment. Also nochmal. Der kann weg. Hier den normalen Speer. Ach, das muss ich auch merken, ne? So. Dann nehme ich mir gleich den Steinspeer für da drüber. Und dann hole ich mir den normalen Speer wieder. Komme ich jetzt hier auch nach oben, bitte? Dreht sich in die falsche Richtung. Oder auch nicht. Ich habe noch nicht ganz durchschaut, wann ich oben drauf stehen muss, wann ich drin stehen muss. Aber hier komme ich jetzt nicht wirklich rein. Weil dieses Rohr so glüht. Toll. Heißt, ich nehme jetzt das Ding da unten weg, oder was? Nein? Super. Ach Gott.
Das kann ja wieder was werden, ihr Lieben. Wäre ich einfach oben weitergegangen, ganz ehrlich. Wäre ich oben weitergegangen, wäre ich jetzt auch schon irgendwie ein bisschen besser vorangekommen. Denn so richtig weit nach oben komme ich jetzt hier nicht. Und das ist ja auch wieder nicht das richtige Teil. Kommt schon wieder kein Dampf raus. Ja, und da hätte ich nämlich jetzt schon oben stehen müssen. So, jetzt geht's wieder runter. Das reicht halt nicht, weil das unten nicht aktiv ist. Ach, wie soll man das denn in... Wie habe ich das denn vorhin hinbekommen? Ganz ehrlich, wie habe ich das vorhin hinbekommen? Weil jedes Mal hier doch der Dampf angeht. Den Dampf kriege ich doch nicht weg. Oder... Moment. Hörst du auf? Der Dampf kommt immer durch das untere Teil. Das ist richtig doof. Ganz nach unten hilft ja nicht. Ja. Ja. Oder doch? Hätte ich doch alle anhaben müssen? Vielleicht doch. Hier geht es jetzt eine Etage nach oben. Nein, geht's nicht, weil ich wieder nicht richtig gedrückt habe. Und unten ist natürlich gleich der Steinspeer weg. Nochmal anders. So, das Ding dreht sich. Da kommt jetzt Dampf raus. Wir fahren eine Etage nach oben. Ich habe jetzt schon den Steinspeer eingepackt. Schmeiß den hier rein. Aktiviere da das Rad, dass ich eine Etage nach oben komme. Genau, dann geht nämlich auch der Dampf an. Ach so, Moment, genau. Jetzt hole ich mir den wieder. Muss der Dampf ausgehen? Und hier... Okay. Also wirklich so, wie ich dachte, ganz unten der richtige Speer und dann den temporären. Ja, ne? Also warum schnell, wenn es auch mal wieder länger dauern kann? So, und jetzt da rein. Und jetzt muss ich hier oben schnell drauf. Gut. Ja, das wäre es nämlich noch gewesen, ne? Hätte ich das hier nicht gekriegt, hätte mich geärgert. Mal schauen, was das jetzt hier bringt. Wahrscheinlich... Ach, kommt das Rohr dann von oben runter? Mal gucken. Oder auch einfach gar nicht. Es bezieht sich noch auf die linke Seite. Das hört man richtig. Dann muss ich wohl in die Mitte... Ja, erfolgreich daneben geworfen. Das kann ich. Na? Hör auf zu schwingen. Oh, ich hätte den zweiten Speer mitnehmen müssen. Sehr gut. Ja, dann muss ich nochmal rüber. Oder? Warte, ich kann ja erstmal kurz gucken, was hier überhaupt passiert. Nichts? Hä?
Okay, das war doch gar nicht so falsch. Und jetzt? Ja, es war klar, dass es wieder nach oben geht. Nee, ich wollte mich nicht anschnallen. Ui. Ah, da kommt auch was hoch. Nein, komm doch wieder hoch. Och Gott. Soweit, so gut. Ich muss mir die Zeit angucken. Das wird viel zu eng. Ich brauche den zweiten Speer. Nee. Ich brauche irgendwie den zweiten Speer hier drüben. Schnell rüber. Ich hoffe, das reißt jetzt nicht. Okay. So, machen wir das einmal hier. Kann ich jetzt hier... Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, ne? Ich muss hier... Falsch. Ich muss erstmal rüber und hinten irgendwie den Weg rum. Da kommt man bestimmt von der anderen Seite lang. Oder auch nicht. Okay, es sieht vielleicht auch nicht so aus. Aber wie soll ich denn da oben hinkommen, wenn da der Dampf die ganze Zeit ist? Da kann ich ja gar nicht hoch. Und den kann ich auch nicht deaktivieren. Also muss ja irgendwie eine Möglichkeit da sein, um doch anderweitig darüber zu kommen. Goldene Erinnerung. Gezeichnet. Der doofe Greifer wieder. Oh, wow, okay. Schnell. Da ist noch einer. Guck weg. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen. Ah ja. Ja, aber irgendwie sehe ich halt jetzt nicht, wie ich zu der anderen gegenkomme. Oh, noch ein Greifer. Oh nein. Ah. Mal schauen. Jawohl, weg mit dir. Er ist kaputt. Er zieht sich zurück. Kommt er wieder, wenn man das deaktiviert? Anscheinend ja nicht. Ja, aber das ist natürlich jetzt trotzdem merkwürdig mit diesem einen Rohr. Okay, unten drehe ich jetzt gerade das Rohr. Geht das obere weg? Das sieht auch aus wie eine Figur. Aber weder wie dein Son noch wie der Vater. Vielleicht lernen wir noch jemanden kennen. Mal schauen. Da fliegen die Erinnerungen wieder. Oh. Moment. Wäre vielleicht jetzt nicht so gut, dann komme ich ja leider nicht. Ah, ja. Das ist interessant, ne? Wenn man das so ein bisschen ausgerichtet hat, dann bringt es so zurück. Oh, nein. Natürlich. Nee. Ich würde gern, dass das wieder runterkommt.
Nein. Ja, da hat es nicht geklappt. Natürlich nicht. So. Ah. Aber den letzten muss ich ja auch noch erwischen. Nein. Okay, komm nochmal runter. Nein. Jetzt. Ich muss ja alle treffen, ne? Oh Gott, und so viele Räder. Da drüben ist der Greifer. Mal schauen. Wir haben drei Hebel. Der erste ist für den Luftzug. Oh, für den Dampf. Oben links wahrscheinlich dann. Ja. Okay. Ich habe auf jeden Fall nur meinen Standardspeer. Das heißt, ich muss sie erstmal ausrichten. Sollte eigentlich passen, oder? Ich meine... Da kriegt er jetzt eigentlich alles was ab, aber mal schauen. Ob hier auch noch was passieren muss? Wahrscheinlich. Kann ich denn das da oben drehen? Also das direkt über mir, das muss ja auch eigentlich nach unten. Oder, bestimmt muss ich das erstmal kurz aktivieren, damit ich das irgendwie verschieben kann. Ist jetzt mal eine Vermutung. Weil ich kann ja die Höhe nicht ändern. Ich mach das mal kurz an. Ich will nur mal schauen, was passiert. Okay, das geht jetzt dann nach oben. Aha. Okay. Das passiert ganz von alleine. Dann muss ich das hier richtig ausrichten. Und... Ja... Eigentlich dann auch nicht richtig so. Also, so, ja. Mal gucken. Nein. Dann sollte ich über den Speer werfen. Sehr schön. Erinnerung. Aus wie so ein, weiß nicht, wie ein großer Pilz oder so. Oder jemand mit Hut. Man weiß es nicht. Ah, doch wie eine Person. Oh, das war jetzt aber auch mehr Glück, ne? Also, das, was hier so zu sehen ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, was das darstellen soll. Aber Rohre sind es nicht. Das hat auch was von Innereien, von irgendwelchen Gedärmen. Aber wirklich, das sind doch Arterien. Venen und alles. Oh, Moment. Man hört ein Herz schlagen. Okay, das, ja. Das soll wohl ein großes... Ich weiß nicht, soll das ein Herz sein, was sich von diesen Erinnerungen ernährt? Das geht auf jeden Fall durch die Blutbahn oder durch die Venen halt, ne?